Die Stadtverwaltung Rudolstadt hat am Vorabend der Volksfesteröffnung zur traditionellen Schaustellerparty auf dem Residenzschloss Heidigsburg eingeladen. Nach einem Spaziergang durch die imposante Schlossanlage wurde das fahrende Volk im exklusiv sanierten Reithaus empfangen. Bürgermeister Jörg Reichel begrüßte die Gäste. Nochmals herzlich willkommen und vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, diesen Rummelplatz so schön zu gestalten, wie wir ihn morgen 18 Uhr zur Eröffnung vorfinden werden. Und für heute natürlich viel Spaß. Ausgewählte Entertainer sorgten für ergötzliche Unterhaltung. Ein festliches Buffet krönte den feierlichen Abend, der von Swinging Fun musikalisch umrahmt wurde. Das 295. Rudolstädter Vogelschießen ist eröffnet. Und los geht's. Auf dem Festplatz wurden die Besucher am 18. August von Komödianten und der Marching Band Venusbrass auf dem Festplatz des größten Thüringer Volksfestes begrüßt. Ebenso fanden Brigitte Merkerbe, die Oberbürgermeisterin von Rudolstadts Partnerstadt Bayreuth und der Präsident des Thüringer Landtags Christian Karius lobende Worte zum Auftakt des berühmten Festes. Ich wünsche vor allen Dingen den Schaustellern gute Geschäfte und allen Gästen außerordentlich gute Unterhaltung und möge dieses Fest so friedlich sein, wie wir es uns alle wünschen. Alles Gute. Volksfestchef Frank Grünert begleitete die Prominenz über den Festplatz und arrangierte eine Fahrt im Europarad. Ich bin das erste Mal heute beim Vogelschießen, bin ganz begeistert. Ich konnte mir schon einen Überblick verschaffen, weil ich gerade in dem Riesenrad fahren durfte. Man hat einen ganz tollen Blick von oben auf die Heidigsburg, auf die verschiedenen Geschäfte. Es ist toll. Im Rollstoff-Festzelt stach der Landtagspräsident das Festbier an und im Schützengarten stellten die Ehrengäste ihr Geschick beim Armbrustschießen unter Beweis. Am ersten Samstag wurde beim Skattturnier gereizt, gestochen und gepunktet, bis die Sieger der Skatpokale gekürt werden konnten. Zum wirtschaftspolitischen Frühschoppen mit dem Bürgermeister Jörg Reichel wurde am Sonntagmorgen in Prümels Sommerfrische informiert und diskutiert. Das Rollstoff-Festzelt, das Kabarett Tingeltangel und die stimmungsvollen Ausschankoasen boten vergnügliche Unterhaltung und erfrischende Getränke an. Beliebt wie in den vergangenen Jahren waren die bewährten Fahrklassiker. Für Aufsehen und Bauchkribbeln sorgten die Neuheiten Propeller No Limit, der Encounter und die Partymaschine Transformer. Auch die eindrucksvollen Festplatzgiganten Piratenfluss und Wilde Maus trafen den Nerv des Publikums. Die Geistervilla und Karussells für die jüngsten Besucher erfreuten sich allgemeiner Beliebtheit. Süße und deftige Gaumenfreuden aus aller Welt regten den Appetit an. An jedem Tag gab es im Rollstoff-Festzelt Live-Musik mit angesagten Bands und abwechslungsreicher Programme für alle Generationen. Wir haben hier den Volksfestchef Frank Grünert. Frank, was gehört denn eigentlich alles zu deinen Aufgaben? Ja, zunächst muss ich natürlich schauen, und das mache ich eigentlich das ganze Jahr über,
Was könnte in Roderstadt auf dem Vogelschießen attraktiv sein? Was könnte dieses Fest in besonderer Weise beleben? Weil zu den ganzen Dingen, die wir jedes Jahr hier platzieren, kommen ja immer wieder welche dazu, die neu sind, die erstmals vertreten sind. Und das ist also eine meiner Aufgaben. Dann muss natürlich, wenn die Platzvergabe erfolgt ist, das Konzept erstellt werden, wie letztendlich das Fest sich gestaltet. Das heißt, es muss auch der Platzplan zusammengestellt werden. Und es muss alles organisatorisch und inhaltlich so aufbereitet werden, dass das ganze Fest so stattfindet, wie wir es jetzt erleben können. Das spektakuläre Höhenfeuerwerk mit farbenprächtigen Bildern genossen unzählige staunende Besucher. Der Schützenumzug zog sich auch in diesem Jahr wieder durch die Innenstadt und über den Festplatz. Am Vormittag des zweiten Sonntags trafen sich Schausteller und Ruderstädter Christen zum musikalischen Festgottesdienst mit einer Taufe auf dem Autoscooter. Zum namensgebenden Höhepunkt des Rudolstädter Vogelschießens gestaltete sich der Schießwettbewerb auf den hölzernen Vogel im Schützengarten. Als glückliche Vogelkönigin wurde Ingeborg Fröhlich gefeiert. Wie ist Ihr Resümee des Festes in diesem Jahr? Ja, ich bin wieder überrascht, dass es so gut geklappt hat, unser 295. Vogelschießen zu organisieren, durchzuführen und dass so viele Menschen auch in diesem Jahr wieder auf unseren Rummel, auf das größte Volksfest Thüringens gekommen sind. Ich bin rundum zufrieden. Was soll ich anderes sagen? Wie ist das Resümee der Schausteller? Ja, ich habe mit vielen Schauspielern das Gespräch geführt. Sie sind sehr, sehr zufrieden, sind angetan von der Atmosphäre des Festes. Und ich denke, es hat sich ausgezahlt, dass wir hier dieses Fest richtig intensiv vorbereiten. Wenn das Vogelschießen zu Ende ist, wird das nächste vorbereitet. Es wird eine Auswahl an Schaustellern getroffen, die den Rummel insgesamt ausmachen. Also alles passt zueinander. Die Atmosphäre wird gestaltet durch die Auswahl der Schausteller. Und am Ende ist es in diesem Jahr auch so gewesen, dass der Wettergott meistens mitgespielt hat. Es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt. Und wenn es mal geregnet hat, hat es nur kurz geregnet. Rummelfans und Neugierige verfolgten die europaweit einzigartige Videoberichterstattung Drehmomente, die vom Theaterspielladen Rudolstadt seit 10 Jahren produziert wird. Durch die einzelnen Folgen führten Dominik Lattich und Viktor Kluschkow. Das Videoteam fügte die Aufnahmen in Nachtschichten zusammen, um täglich pünktlich um 10 Uhr eine neue Folge vom berühmten Volksfest online stellen zu können. Humorvoll aufgelockert hat die Filme-Entertainer Jens Behring. Das Multitalent aus Rudolstadt war in dieser Jubiläumsstaffel in allen Comedy-Figuren zu erleben, die er in den vergangenen 10 Jahren in den Drehmomenten dargestellt hat. Zum Finale des 295. Rudolstädter Vogelschießens versammelten sich die letzten Rummelbesucher gemeinsam mit dem Drehmomente-Team am Breakdance. Dort endete das rundum gelungene und friedlich verlaufende Fest. Die 296. Auflage wird vom 17. bis 26. August 2018 gefeiert.
Dann startet auch die neue Staffel der Drehmomente.